Wenn ihr die Zeit in eurem Pössl Reisemobil unbeschwert und relaxed genießen wollt, dann haben wir die passende Diebstahlprävention. Häufigster Gast in unserer Meisterwerkstatt ist ein Kastenwagen. Hier haben wir heute auf Citroën Jumper Basis einen Pössl Schein 600. Der Kunde hat sich entschieden für ein Sicherheitssystem der Firma Vodafone Automotive, sprich nach Cobra. Zusätzlich haben wir eine Gangwählsperre eingebaut von der Firma Bearlock und Türriegelschlösser von Oskar Kubisch, besser bekannt als Heosafe. Und zusätzlich haben wir auch noch einen Gaswarner verbaut. Warum hat sich der Kunde für eine Cobra-Alarmanlage entschieden? Auf dem ist kinderleicht zu bedienen. Alles, was ihr braucht, ist eure Faktor-2-Authentifizierung. Das, was in anderen EU-Nachbarländern von Versicherungen gefordert ist, nämlich eine sogenannte Faktor-2-Authentifizierung, nutzen wir hier für die elektronische Wegfahrsperre. Das heißt, wenn jemand kommt und euch den Schlüssel gestohlen hat, die Frequenzen kopiert hat oder sich mit sogenannten Diagnosewerkzeugen einen zusätzlichen Schlüssel angelernt hat, was ein sehr hohes Risiko ist. Denn ihr wisst ja nie, ob irgendjemand sich in der Werkstatt für euer Fahrzeug einen Schlüssel anlernt. Das ist relativ einfach, denn wenn ihr im Ausland einen Schlüssel verliert und findet keine Citroën-Werkstatt, dann kann euch jede freie Werkstatt, die so ein Diagnosewerkzeug hat, einen Schlüssel nachmachen. Und diese einfache, komfortable Lösung nutzen die Diebe natürlich auch, um sich einen Schlüssel nachzumachen. So, und die wissen natürlich auch, wo die Fahrzeuge sind. Wenn einer die Absicht hat, das Fahrzeug zu stehlen, dann packen wir euch ein AirTag oder irgendein kleines GPS rein und wissen im Grunde genommen immer, wo sich das Fahrzeug befindet. Deshalb fordern Versicherungen in anderen EU-Nachbarländern ein TechM-zertifiziertes System ein. Alle Systeme, die wir in unserer Meisterwerkstatt verbauen, haben eine E-Prüfung, eine CE-Prüfung und sind TechM-zertifiziert. Somit habt ihr natürlich auch keinen Garantieverlust bei Neuwagen. Ja, warum haben wir jetzt die Cobra-Alarmanlage verbaut? Der Kunde wollte es so einfach wie möglich haben. Ihr braucht lediglich die Driverkarte, wenn ihr zum Fahrzeug kommt, um das System zu entsperren. Zusätzlich haben wir hier noch ein GPS-Modul eingebaut. Bei GPS-Modulen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr die neueste Technologie nutzt, die LTE nutzen und einen internen Speicher haben. Das heißt, wenn die Diebe so ein Fahrzeug in den Container tun oder mit Störsendern arbeiten, dann wird intern aufgezeichnet und zusätzlich nochmal auf dem Server aufgezeichnet. Und wir hatten jetzt gerade den Fall, dass sie einen Kunden im Hafen von Barcelona seinen VW-Bus gestohlen haben. Der hat seinen Hänger abgekuppelt. Die haben quasi das Auto übernommen, während er den Schlüssel im Fahrzeug noch hatte und sein Handy und alles, sein ganz gesamter Besitz war in dem Fahrzeug drin. Glücklicherweise konnten wir über die Zell-ID der SIM-Karte das Auto auch wiederfinden und Interpol konnte das Fahrzeug innerhalb von anderthalb Stunden in der Tiefgarage vom Hilton sicherstellen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir hier redundante Systeme haben, die hintereinander greifen. Also selbst in dem Fall, wenn Sie so ein laufendes Fahrzeug übernehmen, haben wir die Chance, das Fahrzeug zu orten, selbst wenn Sie Störsender benutzen. Ja, wir haben 35 Jahre Erfahrung damit. Natürlich wissen wir ganz genau, wie die Diebe vorgehen, welche Werkzeuge die Diebe nutzen, welche Maschen sie nutzen. Und da uns täglich geschädigte Kunden anrufen, wissen wir natürlich auch, was in Europa so läuft und wie man sich bestmöglich dafür schützt. Was natürlich ganz wichtig für euch ist, ist, dass diejenigen, die die Systeme einbauen, das System natürlich auch beherrschen und das Fahrzeug kennen. Das heißt, die Fahrzeugdiagnose ist natürlich wichtig. Wir wissen ganz genau, worauf gilt es zu achten, damit wir keine Irritationen in den CAN-Bus-Systemen hier haben. Und was natürlich auch wichtig ist, wir dürfen das auch. Wir sind Meisterbetrieb. In unserem Betrieb arbeiten nicht nur Industriemeister, sondern auch Handwerksmeister. Wir arbeiten mit 4 Mann sehr routiniert in unserer Werkstatt und sehr gewissenhaft. Wir dokumentieren unseren gesamten Prozess. Wenn ihr das Fahrzeug bei uns abholt, dann bekommt ihr eine Fotodokumentation, wo ihr sehen könnt, wo wir welche Bedienelemente eingebaut haben. Das heißt, wenn ihr das Fahrzeug irgendwann mal verkauft, dann weiß der nächste Besitzer auch, wo sitzen Sicherungshalter, wo sitzen die Bedienelemente, wo ich einen PIN eingebe, die für die Bedienung von diesem System relevant sind. Wie lange dauert das Ganze? Mit einer sehr routinierten 4-Mann-Crew können wir sicherstellen, dass wir so ein Fahrzeug immer an einem Tag absichern. Was kostet das Ganze? Stellt uns gerne eine Anfrage über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite kfzalarm.de, denn erstellen wir euch noch heute ein Angebot für euer Fahrzeug. Egal, ob es ein Sprinter ist, ob es ein Ducato ist, ein Citroën Jumper ist oder ein Iveco ist.